Willkommen zurück auf meinem Let's Play-Kanal. Wir sind immer noch in der heulenden Grube. Das letzte Mal wurden wir von einem Geschwisterpärchen überrascht. Aus einem Hinterhalt angegriffen, um ehrlich zu sein. Was haben wir denn da oben? Genau, und wir sollten denen am besten folgen, hat der Louis beim letzten Mal vorgeschlagen. Ich meine, wir müssen sowieso in die Richtung gehen, in die die gezogen sind, aber dadurch, dass unsere Blutperle dem kleinen Kind anscheinend nicht ausgereicht hat. Was ist denn das für eine Wolke da unten? Ja, denke ich mal, dass wir denen bestimmt noch mal wieder begegnen werden. Ich hoffe, dass alles gut sein wird. Moment, da habe ich glaube ich schon mal dran gezogen, aber ich ziehe einfach nochmal dran. Der Wasserstand hat sich ja dann, glaube ich, damit verändert, aber ich glaube, es bleibt so. Okay, also der Wasserstand bleibt, obwohl ich mich an der Mistel geheilt habe. Okay. Dann betreten wir jetzt wieder unbekanntes Terrain. Finally, we can walk freely again. Können wir da nochmal laufen? Ja. Pick Erwecker. up something we can use. Lost spotted. So, hier muss man ein bisschen aufpassen. Da leuchtet schon was auf der Karte auf. Ich sehe aber gerade nichts. Ich renne mal einfach in die andere Richtung. Ah, da. Okay. So eine Umme. Okay. Ei, ei, ei. Okay. Nein, nein. Okay. Von hinten angreifen ist immer die beste Methode bei denen, damit die einen A nicht erwischen. Und ich meine, dass die da auch viel verwundbarer sind. Rost-Schleusenschlüssel. Okay, wir haben einen Schlüssel erhalten. Das heißt, wir mussten den auf jeden Fall besiegen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ein Stück Schiff. Okay, das ist alles tot. Auch bei denen, die auf dem Boden liegen, würde ich immer ausprobieren, ob die leben. Weil manchmal greifen die sonst aus dem Hinterhalt an. Okay. Noch eine Schleuse. Ah, hier brauchten wir den rostigen Schleusen, Schlüssel. Wären wir sonst ertrunken? Ich weiß es nicht. Ist zu spät, um es auszuprobieren. Dann würde ich sagen, ziehen wir weiter. Es ist ein überraschend wenig Monster gerade sichtbar. Aber ich wette, die lauern schon überall. Naja, da hinten leuchtet schon was. Das sind, glaube ich, diese Slimers. Ah ja, da ist auch wieder einer. Sehr schön. Was haben wir da? Königineisen, sehr schön. Kann ich immer gebrauchen. Na, da lauert schon einer. Sehr gut, Louis. Wir haben jetzt auch eine Regenerationserweiterung das letzte Mal gefunden. Deswegen hoffe ich, kommen wir damit recht lange aus. Okay, da fängt wieder ein bisschen Wasser an. Wir können uns aber normal bewegen. Das ist ganz gut. Da oben leuchtet auch was. Die bewachen irgendwas. Sie beten den Stein an und jetzt nicht mehr. So. Ich weiß nicht, die finde ich immer ganz lustig, diese Gegner. Für die mache ich gerne Witze. Okay, wow, Louis. Benutzt alle Talente, die er hat, für die schwächsten Gegner. Ico-Konzentrat, das ist auch immer sehr gut, weil das eine Rarität ist. Habe ich noch nicht so oft benutzt, aber braucht man halt einfach manchmal. Okay, hier kann man wieder ganz schlecht sehen, was vor einem liegt. Ich glaube, von hier sind wir ja gekommen. Okay. Dann ich nochmal hinter jeden Stein, ob da nicht was liegt. Ein großes Grau, das ist echt. Da hinten ist ein Auto. Nehmen Sie mich mit, Taxi. Ich glaube, wir bewegen uns gerade in die richtige Richtung. Genau, hier waren wir noch nicht. Vorsichtig sein. Eine Tür? Ja, eine Tür. We need a key.
Du scheinst Adlerschlüssel zu brauchen. Okay, ich markiere das mal, obwohl ja irgendwie die Tür auf der Karte markiert ist. Okay, ist trotzdem mal, damit ich es auch von weitem sehen kann. Okay, dann versuchen wir den Adlerschlüssel irgendwo zu bekommen. Den hat sicher auch irgendein Monster oder bewacht irgendein Verlorener. Okay, hier haben wir eigentlich schon alles erledigt. Die sollten ja nicht wieder da sein. Wo waren wir denn noch nicht? Es muss ja, denke ich mal, irgendwo hier sein. Man irrt so ein bisschen herum. Sieht wahrscheinlich irgendwie merkwürdig aus, wenn man nur zuschaut, aber wenn man es spielt, ist man immer sehr fokussiert und sucht und sucht und sucht. Okay, hier waren wir noch nicht. Da unten ist. Wo kommt der jetzt her? Wo kommen die denn jetzt her, Alter? Wow. Ei. Nein, 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 nein. Ich sehe nichts. Plasmapatrone. Schon wieder. Also ich glaube, das mit dem Blitz, das ist wirklich gut, dass wir das als Talent haben. Ah, Louis Schwert leuchtet auch auf. Ah, mir war das gar nicht so bewusst, dass es auch auf beide übergeht. Oh. Oh, der hat bestimmt den Schlüssel. Careful. This doesn't look easy. That's a solid Ja. start. Okay. Oh. Ja. Oh, wow. Ja, gleich haben wir es. Komm, Louis. Ey. Was hat er denn drauf? Mein Gott. Jetzt habe ich fast chemisches Licht dahingesetzt. Hilfe. Ey. Okay, man kann nicht vor dem fliehen, der. Okay, der ist aber jetzt auch kaputt. Okay, der war nicht einfach, aber der hat nicht den Schlüssel gehabt. Beziehungsweise vielleicht liegt er ja noch hier. Ja, Adlerschlüssel. Wie hätte es denn anders sein können? Den habe ich eben tatsächlich hier diesen Teil gar nicht gesehen, aber naja. Gut. Lasst euch nicht zwischendurch irritieren, wenn ich die Karte aufrufe. Ich überlege manchmal einfach, welchen Schritt ich als nächstes gehe oder wo ich gerade bin. Okay, oder wo ich wieder zu bestimmten Punkten komme. Ja, die Tür liegt in die Richtung. Ich habe keine Regeneration mehr. Aber noch ein paar Lebenspunkte. Also ich denke mal, vielleicht schaffen wir es noch ein bisschen damit, durch die Gegend zu laufen. Ich versuche es mal bis aufs Äußerste zu strapazieren. Vielleicht finden wir auch bald noch eine Mistel. Wer weiß. Okay, ist wieder sehr neblig. Oh. Wo hat der Louis die gesehen? Wo hat Louis die gesehen? Ich habe gerade gar nichts gesehen, aber eigentlich gibt er ja immer ganz nützliche Infos. Er hat das Mädchen von eben gesehen. Ich habe nichts gesehen und aber ohne das Kind, hat er gesagt. Okay, das heißt, wir müssen die schnellstens finden. Aber zuerst müssen wir uns hier durchkämpfen. Und los geht's. Ja. Sollte aufpassen. Aha. Nein, ich darf jetzt nicht sterben.
Kann da runterspringen? Ah, nein. Okay, gut. Ich roll mich mal hier so ein bisschen durchs Gewässer. Ich hoffe, der Louis schafft das alleine. Ich kann jetzt nicht riskieren, wenn er mich einmal trifft, bin ich tot. Oh, muss bedeckt der Schlüssel. Super. Okay, gut. Das heißt, wir haben wieder einen Schlüssel gekriegt für irgendwas. Benutze ich das E-Core? Ah. Wir gucken mal. Haben wir noch keine Mystery zumindest für die Karte gefunden. Ich muss vorsichtig sein, ich habe nur noch 317 Leben. Und da liegt Überrestekern. Meistens wird sowas von starken Gegnern bewacht. Assassinenüberrest A. Okay. War jetzt kein Gegner in der Nähe, aber umso erfreulicher. So, ich denke, wir haben jetzt die Ecke ganz gut erkundet. Ich versuche jetzt mal die andere Richtung zu laufen. Ich glaube, das ist da kein Gegner, sondern einfach ein Gegenstand. Das ist ja die Täuschung, die wir haben sollen. Okay, dann gucken wir mal. Das Wasser ist ziemlich tief. Ach, ja, okay, jetzt können wir uns wieder besser... Och nee, ich hasse diese Teile. Was ist das? Was ist denn das? Kommst du jetzt auf mich zugerollt? Ja, hier muss ich echt aufpassen. Da war doch noch ein zweites. Wo ist das? Ja, so eine Art Gegner mag ich nicht. Echt gemein. Ich muss mich irgendwie schützen. Aber vielleicht kann ich auch von weitem schießen auf das Vieh. Nein! Ey, wie fies ist das denn? Wie fies ist das denn? Jetzt müssen wir von der letzten Nistel starten. Ey, wie fies ist das denn? Der hat mich gekickt und ich bin so weit geflogen, dass ich über... Ja, toll. Mein Überrest ist einfach mal 10 Kilometer weit weg. Oder mein Dunst ist 10 Kilometer weit weg. Mann. Okay. Nochmal den ganzen Weg. Supi. Jetzt müssen wir aber nicht mehr alles so genau erkunden. Ich versuche jetzt, die Strecke so klein wie möglich zu halten. Na, da natürlich sind jetzt auch alle Gegner wieder da. Bauchblauzenattacke. Ich darf natürlich jetzt auch nicht sterben oder irgendwo runterfallen. Denn sonst ist ja mein gesamter Dunst weg. Nee, Moment, da bin ich hergekommen. Orientierung ist gleich minus 10.000. Oh Gott, was ist das denn hier? Okay, jetzt bin ich, glaube ich, wieder auf dem richtigen Pfad, ja. Na, die waren tot, ne? Ja, super. So, der kürzeste Weg zur Tür ist einfach durch die Mitte. Ich muss aber aufpassen, hier lauern sicher auch Gegner. Ja, vergib dich ruhig. Okay, let's move. Ja, mit dem Wasser ist man immer ein bisschen langsamer, das stimmt. So, da drüben liegt unser Dunst. Ich hoffe, den kann ich einsammeln, bevor mich dieses Ding trifft.
Weil genau da rollt es entlang. Ich visier das mal an. Kann ich das mit einem Dolch? Ja, hat geklappt. Super. Das war jetzt gut. Ey, das war nicht gut. Okay, das hat gut geklappt. Vielleicht schaffe ich das bei dem anderen auch. Ja, oh, den sehe ich nicht. Erstmal Dunst einsammeln. Ja, supi. So, und jetzt der. Mal außer. Nein, 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 nein. Das gibt's doch nicht. You're back. Nein, ich will nicht schon wieder an dem Punkt starten. Ey, jetzt reicht's mir langsam, aber wirklich. Ich war doch auf der Ecke. Auf der Ecke. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Watch out. Enemy present. Und obwohl der Dunst eigentlich laut der Karte direkt neben uns liegt, müssen wir diesen ganzen Scheißweg nochmal gehen. Boah. Das. Hä? Das wollte ich auch gar nicht. Ja, ich wollte mich daran vorbeirollen und jetzt zieht die da dran. So. Okay, am besten direkt auf die Tür wieder zu bewegen. Sie hat eine Krankheit. Nee, Moment. So. Alle guten Dinge sind drei. Ja, Louis, warum hast du es nicht schon vorher gemacht? Ja, klar. Ich kann den Dunst nicht aufsammeln, solange dieses Vieh hier rumläuft. Oder rumrollt. Was zum. Ich wollte mich heilen. Ich hab einen Dolch geworfen. Wo ist denn jetzt mein Dunst? Da oben ist eine Kiste, aber ich sollte erstmal die Gegner besiegen. Da oben steht eine Kiste. Was ist denn da drin? Gebetstuch plus 3. Ja, schauen wir mal. Gebetstuch, intensivroter Blutschleier und kunstvollem Design. Stärkt Unterstützungstalente. So in manchen Sachen besser, in manchen Sachen schlechter. Ich würde es einfach mal ausprobieren und gucken, wie sich der Blutschleier macht. Okay, der ist auch ein ganz neuer Typ. Es gibt ja vier verschiedene Typen an Blutschleiern. Das hatte ich ja am Anfang irgendwie alles nicht so ganz kapiert, bis ich es dann herausgefunden habe. Dann gucken wir mal, was der so drauf hat. Was liegt denn da? Königineisen ist immer gut. Ah, ich gehe einfach mal weiter. Vier Regeneration ist auch noch gut. Lebt der da? Nee.
Noch mehr Wasser. Das muss bedeckten Schlüssel verwendet. Ah, okay. Aber hier muss man auch aufpassen. Hier ist Rand. Ach, das kann der neue Blutschleier. Okay. Ja, das hat super funktioniert. Hat ja super geklappt. Oh, da hinten leuchtet was. Muss aber aufpassen. Hier ist ganz, ganz viel zum Runterfallen wieder. Königin Stahl. Hatten wir schon Königin Stahl? Okay, da hinten ist was, was ich haben möchte. Und da hängt auch schon einer am Abgrund. Ey. Geil. Ist schon runtergefallen, okay. Das ist schön. Ja, da hängt, glaube ich, noch einer. Atlas Überrest D. Okay. Wir haben, glaube ich, jetzt so einige Überreste davon, aber komplettieren wir dann, wenn wir fertig sind hier. Da hängt noch einer am Abgrund. Tschüss. Tschüss. Okay, das sieht alles hier sehr ähnlich aus. Man darf sich da nicht so einfach täuschen lassen. Immer schön auf die Karte gucken. Okay, jetzt sind wir einen Kreis sozusagen gelaufen. Ich sehe nirgendwo Gegner. Das ist verdächtig. Ah, da. Ja, wenn man vom Teufel spricht, ne? Ja, klar. Ziehen immer direkt so viel ab. Ist ja furchtbar. Leuchtet was. Ich muss nur aufpassen, dass ich nirgendwo runterfalle. Na, da hängt auch noch einer. Ja, es sind sogar zwei. Toll. Spuckt er auch noch irgendwelche Sachen auf uns? Schön. Begrüßt man etwa so Gäste? Ich glaube nicht. Ah ja, das ist schon direkt der nächste. Ja, danke. Ganz hübsches Gesicht hast du. Ich mich schon wieder gleich heilen. Super. Anti-langsam. Okay. Langsam sind wir sowieso schon im Wasser. Das noch eine Rolle spielt.
Irgendwas stimmt hier nicht. Wo geht's denn hier weiter? Wo war ich denn noch nicht? Nee, von da sind wir gekommen. Vielleicht auf der anderen Seite? Hier lang? Nur aufpassen, nicht runterfallen. Waren wir hier? Ja, hier war ich, aber da hinten. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, hier waren wir noch gerade so. Genau, hier war, glaube ich, eben noch der Überreste-Kern. Das ist da drüben. Kann man da irgendwo... Nee. Okay. Ah, hier waren wir noch nicht. Okay. Wohin führt uns der Weg denn? Auf dem Weg, auf dem wir schon waren. Wunderbar. Nee, da geht's auch nicht weiter. Hä? Wo müssen wir denn jetzt hin? Kann man da runter? Hier waren wir noch nicht laut der Karte. Ich glaube, wir haben ein... Ja, das sieht schon nach neuem Gebiet aus. Oh, keine Zeit, Waffe zu wechseln. Ja, war meine eigene Schuld. Ja, da muss ich mich echt regenerieren. Das Vieh bewacht eine Truhe. Also ist da irgendwas drin, was wichtig ist. Careful. This doesn't look easy. So, ich mache mal meine Partnerattacke mit Louis. Gut. Hat gut funktioniert. Hanemukuro. Eine Waffe. Haben wir gekriegt. Hanemukuro. Plus 3. Einem Katana nachempfundene, gebogene, einschneidige Klinge. Geschaffen von Wiedergängern Mukuro. Wer auch immer das ist. Vielleicht treffen wir ihn ja mal. No more healing? Just don't push yourself too Ja, hard. no more healing, genau. Hier ist wieder ein neuer Weg. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Das ist gut. Das sieht gut aus. Erleuchte mir den Weg. Schon geschehen, Supi. Oh wow, das sieht alles echt episch aus. Ich hoffe, wir finden bald eine Miste. Ich habe keine Regeneration mehr. Ich muss mich jetzt auf meine Talente verlassen. Ah, yeah. Da sind wir wieder ein bisschen langsamer. Ja, Louis hat auch schon genug. Da oben. Da oben. Ja. Ja, meine Worte. Karte der Umgebung angelegt. Sehr gut. Dann heilen wir uns mal. Gucken, ob wir leveln können. Oh ja, super. Level 36.
Dann würde ich jetzt gleich den Part beenden und dann gucken wir beim nächsten Part, wohin der Weg noch weiter führt. 83%, da ist noch was drin. Bis zum nächsten Mal.